Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, Magnifizenz, Mr. Vice President, dear Leon Stock, herzlich willkommen zu unserem Festakt zur Eröffnung der Ausstellung Mathematik und Ästhetik des Chipdesigns. Bei dem Namen Festakt, da habe ich ein wenig gezuckt und habe gefragt, ist das denn noch angemessen, richtig, ist es zeitgemäß für so eine Ausstellungseröffnung, das Wort Festakt zu benutzen. Und dann habe ich ein bisschen weiter reflektiert und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich die Art und Weise, wie eine Gesellschaft feiert, ihr Selbstverständnis reflektiert. Und da hatten wir nun verschiedene Vorgänge. Wir hatten hohle Feiern, leere Feiern, Anti-Feiern, alles. Also als ich promoviert habe, da wurde mir die Promotionsurkunde per Einschreibebrief zugeschickt. Heute haben wir wieder würdige Promotionsfeiern. Ja, wir feiern sogar demnächst wieder auf dem Hofgarten, hoffe ich, unsere Abschiedsfeier der Absolventen mit vielen tausend Leuten, die ihre Hüte werfen. Und die Eltern und die Studierenden finden das sehr gut und richtig. Also insofern bleiben wir beim Festakt, insbesondere weil wir heute die Ehre der Anwesenheit des Ministerpräsidenten haben. Der Ministerpräsident hat die Freundlichkeit, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Und im letzten Jahr habe ich einen Runden gehabt. Und da hat er besonders lang gratuliert und hat sogar geschrieben, dass er stolz sei, dass das, was wir hier machen, in seinem Land, in Nordrhein-Westfalen, passiert. Nun habe ich gedacht, wenn der Ministerpräsident so stolz ist, dann soll er mal vorbeikommen. Also habe ich ihn eingeladen und er hat die Einladung sofort angenommen. Und deswegen feiern wir heute den Festakt zur Eröffnung der Ausstellung Mathematik und Realität und Ästhetik des Chipdesigns. Herr Ministerpräsident, wir verdanken dem Land sehr viel. Ich hatte die Gelegenheit, dieses schöne Haus für Arithmeum und Institut zu gestalten und zu verwirklichen. Und das verdanke ich dem Land und vielen Ihrer Vorgänger, die da mitgewirkt haben. Da werde ich dann gleich noch drauf zu sprechen kommen. Magnifizenz, Ihnen persönlich und auch der Universität schuldig in vielfältiger Hinsicht Dank. Die Universität hat uns oft geholfen und unterstützt. Ich hatte in meinem beruflichen Leben mehrfach die Möglichkeit, an andere Universitäten ins In- und Ausland zu gehen. Ich habe es nicht getan. Ich bin Bonn treu geblieben und ich habe es nicht bereut, denn ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe hier wohl die besten Arbeitsbedingungen, die ich mir vorstellen kann. Um zu demonstrieren, wie eng doch die Verbindungen der Universität einerseits zu Arithmeum und Forschungsinstitut sind, der Rektor ist heute anwesend. Er hätte eigentlich nicht anwesend sein können, weil er eine andere ganz wichtige Verpflichtung hat, aber ist zu uns gekommen. Und darüber hinaus haben wir 4 Altrektoren und einen Altkanzler unter uns. Sie sehen also, die Affinität der Universität zu uns ist eigentlich doch sehr schön und groß. Herr Oberbürgermeister, wir danken Ihnen sehr herzlich, dass die Stadt Bonn uns dieses wunderschöne Grundstück zur Verfügung gestellt hat und auch Ausgleichsmittel. Damals hießen sie sogar Soforthilfemittel, weil also irgendwie eine Not besonders sofort geholfen werden sollte, Soforthilfemittel zur Verfügung gestellt haben, sodass wir dieses schöne Haus haben hier bauen können. Leon Stock, it's my great pleasure to welcome you here for this event and of course to thank you for our most effective cooperation, which lasts by now for more than 30 years, almost like an eternity. More than 3,000 ships have been designed with our so-called Bonn tools. These are the algorithms and the methods of discrete mathematics which are developed in this building. This cooperation is by far the most long-lasting, the most effective and productive cooperation between university and industry, in every respect. We are very proud of this. Of course, it's not always easy to cooperate with such a freelance artist group like we are,
But I think if we both respect each other, which is necessary, then we can do quite well. And so I hope very much that we will cooperate for the next several decades. Zwei Persönlichkeiten, meine Damen und Herren, möchte ich doch besonders begrüßen. Ich bitte um Nachsicht, dass ich Sie nicht alle begrüßen kann. Erstens sind wir etwas unter Zeitdruck und zum anderen würde das wirklich zu lang dauern. Aber zwei Persönlichkeiten möchte ich doch persönlich begrüßen. Das ist einmal der ehemalige Ministerpräsident Wolfgang Clement. Vor 20 Jahren haben wir hier an dieser Stelle das Arithmeum eröffnet. Wir haben uns schon etwas früher kennengelernt. Ich erinnere mich genau, es war mal eine Veranstaltung in der Landesvertretung. Ich hatte einen Vortrag zu halten und der damalige Staatssekretär in der Staatskanzlei war auch da. Und er bekam Interesse an unseren Arbeiten. Und zwar so sehr, dass er gesagt hat, ach, ich komme gleich mal mit zu Ihnen ins Institut. Damals war das noch das alte Institut. Und wir sind dann hingegangen und er hat sich unsere Mathematik erklären lassen, er hat sich die Technologie erklären lassen. Nun ist das ja sowas, ein Politiker kann ja nicht für alles offene Ohren haben. Sie haben mich beeindruckt, Herr Ministerpräsident, Sie haben sogar die Brille aufgesetzt. Ja. Und man sieht dann ziemlich schnell, ist es Interesse, das er als Politiker hat oder ist es ein wirkliches Interesse? Und der Clement hat demonstriert, dass er sich wirklich für unsere Arbeiten interessiert. Nicht nur bei diesem Meeting in dem alten Institut, sondern auch später mehrfach. Er war uns eigentlich sehr zugetan. Er hat mal mit weißen Handschuhen, ja, Sie erinnern sich noch, wissen Sie auch, woher die kamen? Gut. Mit weißen Handschuhen uns unsere damals wertvollste Rechenmaschine, die Schuster-Rechenmaschine, überreicht, wo das Land auch fleißig mitgewirkt hat. Ja, also ich freue mich sehr, lieber Herr Clement, dass Sie heute bei uns sind. Eine andere Persönlichkeit, die ich ebenso begrüßen möchte, ist Herr Herbert Kircher. Herr Kircher war über viele Jahre, ja Jahrzehnte, Direktor des Laboratoriums Böblingen, der IBM in Böblingen. Und er ist eigentlich schuld daran, dass wir hier heute 20 Jahre feiern und dass wir auch eine Kooperation über 30 Jahre haben. Denn das Ganze ging folgendermaßen. Ich will das kurz erklären. Ein Mitarbeiter von Herrn Kircher, den habe ich getroffen und der hat mir seine Probleme erzählt. Und ich habe gedacht, mein Gott, nee, das sind doch Probleme der diskreten Mathematik, der diskreten Optimierung, das können wir doch. Nun, Ingenieure sind immer ein bisschen misstrauisch gegenüber Mathematikern. Also was haben wir? Wir haben ein paar Testbeispiele gekriegt und wir sollten zeigen, wie gut wir sind. Damals hatten wir von der Technologie null Ahnung, aber von der Mathematik hatten wir doch relativ viel Ahnung. Und ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, also 30% besser, ohne dem tun wir es nicht. Und wir sind sogar ein bisschen mehr als 30% besser geworden. Und dann wurde plötzlich die große Firma IBM interessiert an uns. Und ich hatte einen Termin mit Herrn Kircher zusammen bei Herrn Sparberg im Hauptgebäude. Und der Kircher hat mich in seinem Auto mitgenommen. Damals wurde so ein Auto noch gewartet. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Von der Fahrbereitschaft, es wurde gewaschen und gestriegelt. Und in der Zeit sind wir dann einmal um das Hauptgebäude gegangen. Es war ein etwas stürmischer Tag. Und wir haben uns ein paar Mal intensiv angeguckt. Und ich glaube, wir beide waren dann der Meinung, wir machen es, wir können es. Wir haben keinen Vertrag gebraucht, wir haben uns mal tief in die Augen gesehen, haben die Hand geschüttelt und das war es dann. Dass dann nachher trotzdem viel Papierwerk gekommen ist, das war. Aber insofern, lieber Herr Kircher, war das sozusagen die Geburt unserer dann für alle Seiten, für beide Seiten so erfolgreiche Kooperation, die wir hier feiern konnten. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht versäumen, ganz herzlich der kleinen, aber feinen Schar unserer Sponsoren zu danken. Da ist zunächst für seit Jahrzehnten die Anwaltskanzlei Schmitz-Knoth. Und ich bin sehr froh, dass vier Partner heute anwesend sind. Herr Wüllrich, Herr Marquardt, Herr Höld und Herr Weiß. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind und dass Sie uns so lange so freundschaftlich verbunden sind. Natürlich danken wir auch der Sparkasse Köln-Bonn, die zu diesem kleinen Kreis gehört, der Universitätsgesellschaft, Herr Kranz, herzlichen Dank, und natürlich auch der Kunststiftung der Sparkasse in Bonn. So, meistens hat man etwas vergessen. Last but by far from being least, ich habe zu danken allen Mitarbeitern, wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie da dort. Noch einmal.
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Studentinnen und Studenten des Instituts und des Arithmiums. Sie haben vorzügliche Arbeit geleistet und Sie können stolz sein auf das, was wir gemeinsam geschafft haben. Und wenn Sie es weitermachen, schaffen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir haben ja, wie Sie alle wissen, Ehrgeiz. Ich danke sehr herzlich meinen Kollegen, den Herren Held, Tugadi und Fiegen, für die sehr freundschaftliche Zusammenarbeit und für große und kleine Hilfen in jeder Zeit. Besonders herzlich danke ich den Mitarbeitern und Studentinnen und Studenten des Arithmeums, die gerade in den letzten Wochen und Monaten hier mit großem Einsatz diese neue Ausstellung realisiert haben. Eigentlich müsste ich Ihnen jetzt alle persönlich danken, aber das erlaubt die Zeit nicht. Das vertage ich dann auf die Weihnachtsfeier. Bei der Weihnachtsfeier werde ich Ihnen dann alle persönlich Dank sagen. Aber eine Ausnahme möchte ich nun doch machen. Ich möchte der Direktorin des Arithmeums, Frau Professor Ina Prinz, ganz herzlich danken. Sie war die treibende Kraft und der Spiritus Rector sowohl von der Ausstellung als auch von diesem wunderbaren 600-seitigen Katalog, den Sie gleich bewundern können. Frau Prinz hat mit hohem Einsatz, mit viel Herzblut in den letzten Monaten viele Nachtschichten gefahren. Manchmal gab es dann Pasta vom Nachbarn, damit wir es besser aushalten konnten. An Wochenenden und, wie gesagt, an der Nacht gearbeitet, um diese Ausstellung zu realisieren. Sie hat gelegentlich mal auf so einem Einbaum 15 Meter hoch gestanden, um ein Bild aufzuhängen. Und sie hat, das darf ich auch sagen, manchmal bis zur physischen Erschöpfung gearbeitet. Frau Prinz, ohne Sie wäre diese Ausstellung nicht und werden den Katalog nicht. Ich danke Ihnen. Ich danke allen. Sehr geehrter Herr Professor Korte, sehr geehrte Frau Professorin Prinz, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Rektor der Hochschule, lieber Herr Ministerpräsident Clement, dear Mr. Stock, meine Damen und Herren. Ich danke sehr herzlich für die Einladung zu diesem besonderen Festakt, der auch heute deshalb besonders ist, weil wir zum Feiern gleich drei schöne Anlässe haben. Das ist erstens das 20-jährige Bestehen des Arithmeums. Es ist zweitens die Eröffnung der Ausstellung Mathematik und Ästhetik des Chipdesigns. Und drittens wird das Arithmeum um 15 sehr wertvolle Dauerleihgaben reicher. Eröffnet wurde das Ganze am 9. September 1999 durch den damaligen Ministerpräsidenten. Es ist seitdem zu einem wissenschaftsgeschichtlichen Museum geworden, das in der Form weltweit seinesgleichen sucht. Denn es hat mit rund 10.000 mechanischen Rechenmaschinen nicht nur die umfassendste Sammlung dieser Maschinen, sondern auch die weltweit bedeutendste Sammlung historischer Rechenbücher. Das sind Bücher, die teilweise bis in die Zeit Gutenbergs zurückgehen, also des Buchdruckers Gutenberg. Die Jüngeren haben immer andere Assoziationen. Wenn ich bei Schulklassen von Gutenberg rede, zucken immer alle zusammen. Also der echte Gutenberg, der echte Raritäten hatte. Und zudem beherbergt das Arithmeum auch noch eine Kunstsammlung, die mit dem Fokus auf konstruktive und konkrete Kunst ebenfalls keinen internationalen Vergleich scheuen muss. Das sind also wirkliche Superlative und von daher können nicht nur das Arithmeum, die Universität Bonn und die Stadt, sondern auch die Menschen in Nordrhein-Westfalen sehr stolz sein auf diesen Schatz mitten in Bonn. Liebe Frau Professorin Prinz, Sie sind also durchaus darum zu beneiden, dass Sie ein
so hervorragendes Museum mit so einmaligen Sammlungen führen. Ich glaube, das ist eine überaus reizvolle Aufgabe. Und wenn man Sie beim Führen durch die Ausstellung erlebt, merkt man auch, dass Ihnen das viel Freude macht. Und das hat Professor Korte ja auch in ihrem Einsatz eben beschrieben. Ebenfalls unter dem Dach des Arithmeums befindet sich das Forschungsinstitut für diskrete Mathematik, das im Jahr 1988 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bonn gegründet wurde. Lieber Herr Professor Korte, Sie waren ja schon seit 1971 ordentlicher Professor in Bonn, aber erst dieses Institut war dann sozusagen die Basis für Ihre Arbeiten auf dem Gebiet der diskreten Mathematik, Arbeiten insbesondere zum Design von höchst komplexen Chips und Mikroprozessoren. Und was Sie in diesem Bereich entwickelt haben, war und ist so wegweisend, dass Sie nicht nur wissenschaftlich höchste Anerkennung erfahren haben, sondern auch mehrfach mit hohen staatlichen Auszeichnungen geehrt worden sind. 1993 mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, 1997 mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen und 2002 dann mit dem großen Bundesverdienstkreuz. Professor Korte und sein Institut beschäftigen sich schon seit 1985 mit der Mathematik des Chipdesigns. Und weil Sie dabei von Anfang an so erfolgreich waren, gibt es seit 1987 eine Kooperation mit IBM, in deren Rahmen die sogenannten Bonn-Tools entwickelt wurden. Das sind Algorithmen für verschiedene Aspekte des Chipdesigns, die in der Industrie weltweit mit großem Erfolg eingesetzt werden. Mit mehr als 3000 Mikroprozessoren und Chips ist man mit den Bonn-Tools weltweit tätig. Solche Chips stecken zum Beispiel in dem von IBM entwickelten Schachcomputer Deep Blue, der 1996 als erster Computer den damals amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparov geschlagen hat. Und wenn man in die aktuelle Top 500-Liste der Supercomputer schaut, gerade erst vor 2 Wochen veröffentlicht, dann sieht man, dass der derzeit schnellste Rechner der Welt, der Summit am Oak Ridge National Laboratory in den USA mit dem IBM Chip Power 9 arbeitet. Auch dieser Chip wurde mit dem Bonn Tools entworfen. Besonders gefreut hat mich übrigens, habe ich mich darüber, dass das Entwurfsdesign für diesen Chip Isabel heißt. Benannt nach unserer Wissenschaftsministerin, Isabel Pfeiffer-Pönsken. Das hatte ich in der Vorbereitung gelesen. Jetzt habe ich eben gelernt, dass es inzwischen hier sogar einen Chip Armin gibt. 2017 entwickelt, es ist nicht erfunden, stimmt, Frau Prinz, der besonders schnell ist. Ich glaube, wenn das mein alter Mathematiklehrer erlebt hätte, also ich würde es nicht glauben. Also die Kooperation zwischen IBM und dem Forschungsinstitut für diskrete Mathematik ist eine der längsten und erfolgreichsten, die es zwischen Industrie und Hochschule weltweit überhaupt gibt. Ich erinnere auch da noch einmal, das war lange auch ein Streit, ob es überhaupt eine Kooperation zwischen Industrie und Hochschulen geben soll. Wir haben das heute, ist das die Regel, die Exzellenzuniversitäten, zu denen ja jetzt Bonn gehört, haben engste Kooperation mit der Wirtschaft, aber das war mal ein großer ideologischer Streit. Herr Clemens, Sie werden sich auch noch erinnern, welche Kämpfe Sie auch da noch durchstehen mussten. Heute trägt es mit zur wissenschaftlichen Exzellenz bei. Und Sie waren mit die Ersten, die das dann ganz früh schon gemacht haben. Und hier im Bonner Institut arbeiten 4 Professoren und 10 wissenschaftliche Mitarbeiter, unterstützt durch 12 Studenten, also eine sehr kleine und höchst effiziente Gruppe. Sie steht in Konkurrenz zu Designfirmen aus dem Silicon Valley oder Industriepartnern, die auf dem Gebiet des Chipdesigns zum Teil mehrere tausend Wissenschaftler beschäftigen. Und es ist daher umso erstaunlicher und besonders anerkennenswert, dass die Bonner über einen so langen Zeitraum hier immer die Nase vorn hatten.
In der Wirtschaft spricht man oft von Hidden Champions, mittelständische und meist nicht so bekannte Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Dass es so etwas auch in der Wissenschaft gibt, das haben Sie hier am Institut für diskrete Mathematik in Bonn eindrucksvoll bewiesen, über Jahrzehnte hinweg. Und Sie haben Schritt gehalten mit den gigantischen technischen Fortschritten, die in dieser Zeit erzielt worden sind. Und es lässt mich als Nichtfachmann staunen, wenn ich höre, dass moderne Chips inzwischen bis zu 30 Milliarden Transistoren haben, dass sie in Größenordnungen von nur 7 Nanometern gefertigt werden und ein menschliches Haar im Vergleich circa 10.000 Mal so dick ist. Noch vor 20 Jahren hat man das für physikalisch unmöglich gehalten. Und wenn man erfährt, dass Summit, der schnellste Rechner der Welt, 149 sogenannte Petaflops leistet, dann ist das ganz unvorstellbar, denn das sind 149 Billiarden Operationen pro Sekunde. Eine 149 mit 15 Nullen. Ich habe schon Mühe, das auszusprechen, aber das zu entwickeln und das sich menschlich vorzustellen, was da heute möglich ist, lässt an diesem Festakt sicher auch den besonderen Wert noch einmal erkennen. Man bekommt bei solchen Zahlen eine Ahnung davon, dass die gleichsam explodierende Leistungsfähigkeit der Rechner der Grund dafür ist, warum sie in immer mehr Bereichen Anwendung finden. Denn was auf den ersten Blick manchen als technische Spielerei erscheinen mag oder als bloße Rekordfreude, ist letztlich der Treiber hinter allem, was wir heute als Digitalisierung in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Ohne diese rasante Entwicklung würden wir heute nicht über Smartphones verfügen, die so schnell sind wie die Superrechner der 80er Jahre. Wir würden auch nicht über künstliche Intelligenz reden, die in viele Bereiche des Lebens vordringt, nicht über selbstfahrende Pkw oder Busse, über digitale Plattformen und hochautomatisierte und digitalisierte industrielle Prozesse. Und wenn man sich noch mal diesen Zeitraum vorstellt, 80er Jahre, das war ungefähr die Zeit, als ich hier in Bonn mein Examen wenige Meter entfernt machte, kommt mir das nicht so endlos lang vor. Man kann ja im eigenen Leben mal 30 Jahre zurückrechnen. Und wenn man sich vorstellt, dass es das alles gar nicht gab, und plötzlich ist das alles die Existenz unseres Lebens, der Treiber der technologischen Entwicklung ist, dann merkt man, wie das in der kurzen Zeit die Welt verändert hat. Wir haben Ende Oktober auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund über viele Facetten dieser Entwicklung gesprochen. Fest steht jedenfalls, dass uns die Digitalisierung vor allem in diesem Tempo, in dem sie stattfindet, vor eine Vielzahl von Herausforderungen stellt. Sie eröffnet aber auch mindestens so viele Chancen in fast allen Bereichen unseres Lebens. Denn diese Chancen müssen wir nutzen, und das ist gerade die Stärke in Deutschland, diese Digitalisierung zu verbinden mit industrieller Produktion, nicht kopierend die Plattformen aus dem Silicon Valley, sondern das zu verknüpfen mit industrieller Produktion und so wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig Lebensqualität zu erhöhen. Und dass das gelingen kann und dass wir sogar bei den technologischen Grundlagen für diese Entwicklung auf Weltniveau mitspielen können, das zeigen die Arbeiten des Forschungsinstituts für diskrete Mathematik und die Kooperation mit IBM sehr eindrücklich. Und ich will hinzufügen, Bonn ist für solche Arbeiten ein sehr geeigneter Standort, der schon mit IT-Kompetenz in vielerlei Hinsicht glänzen kann. Ein Standort, der zum Beispiel stark beim Thema Cybersicherheit ist. Diese Kompetenz Bonns wollen wir auch als Landesregierung weiter ausbauen. Es ist beeindruckend, welche Entwicklung Bonn hier genommen hat, nicht nur als internationaler Standort, als Standort der Vereinten Nationen in Deutschland, sondern auch als Exzellenzstandort der Wissenschaft. Die Stadt Bonn selbst geht beim Thema Digitalisierung mit gutem Beispiel voran. Gerade hat sie es beim Bitkom Smart City Index unter die Top 10 der deutschen Großstädte geschafft. Und solche Höchstleistungen können auch nur in einem entsprechenden akademischen Umfeld stattfinden.
genau deshalb wollen wir mit dem Hochschulgesetz auch die Autonomie der Hochschulen noch einmal stärken, dass sie nämlich selbst entscheiden, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Und hier in Bonn hat das dazu geführt, dass ja, die Uni so attraktiv war, dass sie dort trotz vieler Rufe in die Welt, im In- und Ausland, Herr Professor Korte, Bonn treu geblieben sind. Und ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt. Bonn ist heute Exzellenzuniversität, eine von 11 in Deutschland, neu hinzugekommen, mit 6 Exzellenzclustern. Ich erkläre das meistens meinem süddeutschen Kollegen. Die Universität Bonn hat 6 Exzellenzcluster, das ist mehr als der ganze Freistaat Bayern. Das ist so, nur in Bonn. Da ist jetzt noch Aachen und andere nicht gerechnet. Nur in Bonn haben wir 6 Exzellenzcluster. Das ist wirklich herausragend. Wir müssen das nur noch was selbstbewusster sagen, dass wir auch gut sind. Und mit dem Cluster Hausdorff Center for Mathematics ist übrigens auch eines für Mathematik dabei. Und Professor Scholze, der arbeitet doch hier auch, richtig, hat letztes Jahr die Fields-Medaille bekommen, die höchste Auszeichnung, die Mathematiker erhalten können. Und vielleicht hat Ihre Entscheidung, lieber Herr Professor Korte, in Bonn zu bleiben, nicht zuletzt auch mit diesem schönen Neubau zu tun, der hier für das Forschungsinstitut und das Arithmeum errichtet wurde. Es ist vielleicht das schönste Gebäude der Universität, kann man das sagen? Ich kenne nur das schöne Juridikum, aber das ist auch ganz schön geworden. Vor allem ist es nach oben gebaut. Im Juridikum sind die Bibliotheken ja in den Keller gebaut, sodass sie immer Neonlicht haben. Aber das ist nach oben gebaut und es ist ein Anziehungsort eben nicht nur für Wissenschaft, sondern auch für Kunst und schlägt hier ganz neue Brücken. Hier finden auch hochkarätige Konzerte statt, also echt ein echter Gewinn. Und die Ausstellung, die wir heute eröffnen, heißt Mathematik und Ästhetik des Chipdesigns. In der Tat sind die Designbilder ästhetisch besonders reizvoll. Davon zeugen alle Wände des Hauses mit wunderschönen Beispielen. Ich habe eben gelernt, zum Teil auch nicht fotogeshoppt, sondern einfach mit weißem Licht so aufgenommen, dass sie diese Wirkungen erzielen. Alle oder nur das eine? Alle. Also das ist hier nicht irgendwie nachbearbeitet, sondern so funktioniert das. Und wir sehen in einer reich bebilderten Ausstellung neueste Entwicklungen aus dem Design hochkomplexer Mikroprozessoren mit ihrer ganz eigenen Ästhetik. Und auch die Entwürfe für den Prozessor von Summit sind hier zu sehen. So kann man die faszinierenden wissenschaftlichen Ergebnisse, von denen jeder von uns bei der Benutzung eines Computers profitiert, einmal auf besondere Weise erleben. Diese Ausstellung wird hoffentlich nach der Premiere hier im Arithmeum an vielen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen und der Welt zu sehen sein. Und zum Schluss einige Worte zum dritten Anlass für den heutigen Festakt. Es nimmt eigentlich nicht Wunder, dass IBM eine so erfolgreiche Kooperation auch honoriert und dem Arithmeum sozusagen seine Kronjuwelen als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt. Verstehen Sie Deutsch, oder? Crown Jewels, you brought us. Darum werden von nun an hier historische Rechenmaschinen zu bewundern sein, die bis auf den IBM-Gründer Thomas G. Watson zurückgehen. Wir danken IBM sehr herzlich für diese Großzügigkeit. Diese Kronjuwelen sind allerdings hier auch in bester Gesellschaft, werden äußerst fachmännisch gehegt und gepflegt. Und sie sind hier sicherer als in Dresden. Also Bonn passt auf diese Dinge. Zum Schluss bleibt mir dem Forschungsinstitut für diskrete Mathematik und dem Arithmeum eine Fortsetzung des großen Erfolges zu wünschen. Ich bin mir sicher, dass das gelingen wird, liebe Frau Professorin Prinz, lieber Herr Professor Korte. Und ich freue mich jetzt schon auf den Festakt zum Silberjubiläum in 5 Jahren. Alles Gute. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Bonner Alumnus Armin Laschet, sehr geehrter Oberbürgermeister und Alumnus Ashok Sridharan, lieber Herr Clement,
Ich freue mich besonders, dass so viele Magnifizenzen meine Vorgänger hier sind. Herzlich willkommen auch den Spektabilitäten im Publikum. Ich möchte herzlich begrüßen natürlich Sie, Herr Professor Korte und Frau Professorin Prinz, aber auch die drei Professoren Kollegen, Herr Fiegen, Herr Held und Herr Hugardi. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arithmeums, sehr geehrter Dr. Stock, sehr geehrte Gäste und Freunde des Arithmeums, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität ist es mir eine große Freude, heute sagen zu können, herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Arithmeum. Dass Sie, sehr verehrter lieber Herr Ministerpräsident, hier heute zu uns gekommen sind, ist eine besondere Ehre für Ihre Alma Mater und das Arithmeum. 20 Jahre nach dem Umzug von Bundestag und, ich betone, Teilen der Bundesregierung an die Spree, ist Bonn heute ein guter Ort, um den allzu häufigen Irrungen und Wirrungen der Tagespolitik entfliehen zu können und, erlauben Sie mir dies zu sagen, sich vielleicht ein Stück weit besser, substanzieller und nachhaltiger den wirklich wichtigen Themen und Prozessen widmen zu können, als es in Berlin möglich wäre. Heinrich Böll hatte nämlich vollkommen recht, als er schrieb, dass Bonn als Luftveränderung Wunder wirken könne. Und ich denke, wenn man gestern Abend noch bei Anne Will saß, sitzen musste, weiß man dies auch sehr zu schätzen, oder? Noch einmal herzlich willkommen, lieber Herr Laschet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 20 Jahre Arithmeum als zentrale Einrichtung der Universität Bonn. Was für eine Erfolgsgeschichte. Und was für eine persönliche Leistung von Ihnen, lieber Herr Korte, mit Ihrem Team, Frau Professor Prinz, den Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch Ihren Kooperationspartnern. Ein Vertreter des wichtigsten Kooperationspartners ist heute hier bei uns in Bonn. Dr. Stock, a warm welcome also to you to the University of Bonn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele von Ihnen werden es bereits mitbekommen haben. Weil es so schön ist, will ich es hier aber heute noch einmal besonders erwähnen. Ja, okay, es ist auch, weil wir Exzellenzuniversität geworden sind, aber die Stadt Bonn wurde vom weltweit führenden Reiseführerportal Lonely Planet zu einer von nur 10 Städten auf der Welt gewählt, die man im Jahr 2020 unbedingt besucht haben sollte. Und der größte Sohn unserer Stadt, Ludwig van Beethoven, den der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe vollkommen zu Recht als Popstar feiert, der, ich zitiere, in aller Welt vergöttert werde, hat daran natürlich seinen großen Anteil. Wenn man aber einmal in das Portal vom Lonely Planet schaut, findet man dort einige Einträge zu Must-Sees in Bonn. Und unter einem dieser Einträge steht, ich zitiere erneut, "If memories of math class give you nightmares, this museum may not be for you. If they don't, you may well find this expansive collection of mechanical calculating machines from the abacus to early computers by Hollerith and Babbage quite fascinating." Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem aus der Sicht der Experten beschriebenen Faszinosum befinden wir uns genau in diesem Moment. So also die beeindruckende Sicht von außen. Wie wichtig und wertvoll das Arithmeum vor allem aber für unsere Universität Bonn ist, zeigt sich auch exemplarisch an folgenden Sätzen. Ich zitiere: "Das Arithmeum ist ein weltweit einzigartiges Forschungsinstitut und gleichzeitig Museum zur Geschichte des maschinellen Rechnens mit einer umfassenden Sammlung historischer Rechenmaschinen und Kunst der Gegenwart. Sein breites Informations- und Kulturprogramm hat eine Strahlkraft weit über Bonn und die Region hinaus." Diese Sätze stehen nicht auf einem Reiseportal, nicht auf einer Homepage, einem Flyer oder einer Pressemitteilung, wo sie allerdings auch nichts an ihrer Richtigkeit und Wichtigkeit verlieren würden. Nein, sie stehen an sehr prominenter Stelle, nämlich auf Seite 7 in einem für uns herausragend wichtigen Papier, nämlich im Antrag der Universität Bonn zur Exzellenzuniversität. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wir sind sicher nicht allein deswegen am 19. Juli zu einer von 11 Exzellenzuniversitäten und Verbünden in Deutschland gekürt worden. Aber dass auch das Arithmeum, das für weltweit anerkannte Spitzenforschung und Transfer steht, daran seinen Anteil hatte, steht für mich außer Frage. Ja, es ist vor allem die Verbindung von der Wissenschaft zur Kunst und Kultur, die neben der herausragenden Transferleistung das Arithmeum besonders wertvoll macht. Nicht nur für unsere Universität, sondern auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Diese Brücke, die für manche nicht unbedingt auf der Hand liegen mag, die Verbindung von der Mathematik zur Kunst und der Kultur, ist etwas, wie ich finde, Faszinierendes. Jedenfalls ist auffällig, dass Mathematiker allzu oft ihre Nähe suchen oder gar selbst zu Künstlern werden. Der berühmte Mathematiker Karl Weierstrass, der einst übrigens in Bonn studierte, wenngleich damals noch nicht die von ihm geliebte Mathematik, legt sich ebenfalls fest. Ein Mathematiker, der nicht irgendwie Dichter ist, wird nie ein vollkommener Mathematiker sein. Lieber Herr Korte, wir wissen und können hier heute einmal mehr eindrucksvoll erleben, was für ein großer Freund der Kunst und Kultur Sie als Mathematiker sind. Vielleicht können wir ja im Anschluss einmal klären, ob Sie daneben auch dichten. Vielleicht im Rahmen der Weihnachtsfeier, Sie hatten das schon erwähnt. Der Bonner Mathematiker Felix Hausdorff jedenfalls, einer der herausragenden Mathematiker überhaupt, erfüllte dieses überspitzte, vielleicht etwas überspitzte Ideal von Weierstrass jedenfalls. Unter dem Pseudonym Paul Mongre wirkte Hausdorff nämlich auch als philosophischer Schriftsteller und Literat, wie Sie wissen. Und er tat dies ganz im Sinne eines weiteren Mathematikers, nämlich Godfrey Harold Hardy. Der schrieb in einem berühmt gewordenen Essay: Die Werke eines Mathematikers müssen schön sein, wie die des Malers oder Dichters. Die Ideen müssen harmonieren, wie die Farben oder Worte. Schönheit ist die erste Prüfung. Es gibt keinen Platz in der Welt für hässliche Mathematik. Ich glaube, dass man es womöglich nicht besser auf den Punkt bringen könnte. Dieses Haus, das Arithmeum, das 1997 diesen wunderbaren Neubau bezog, strahlt nicht nur mit seiner besonderen Architektur und seiner Sammlung genau diese fantastische Verbindung aus. Der Ministerpräsident hat es schon erwähnt, mehr als etwa zusammen 10.000 Objekte dieser umfassenden Sammlung von Rechenmaschinen und Büchern. Natürlich auch, und das ist auch schon erwähnt worden, die wichtige Rolle der sogenannten Bonn-Tools. Sie haben damit nicht nur Schachweltmeister geschlagen, sie führen auch weltweit führende IT- und Computerkonzerne wie IBM zum Erfolg. Und dies sicherlich auch in Zukunft. I'd like now to switch a little bit to English because of you. So the question is, what is the future of these computers? As you know, middle of October, your competitor Google has come out with a quantum computer, right, with 53 or so quantum bits. And your colleagues at IBM, of course, were a little bit skeptic because it was told that this computer may work much better than the normal supercomputers. And in fact, it turned out that this may just be because they had a certain algorithm which they applied. So I guess the future of this computing may be a combination of both. At least this is what your colleagues and the experts say, is that there are certain applications for quantum computing, and in fact we have an excellence cluster on quantum computing with Cologne and Aachen, but maybe at the same time you need the normal supercomputers for other challenges. And I think therefore that this institute may be very important for you also in the future, because it could provide you with these Bonn tools that would basically optimize, let's say, maybe also the regular supercomputers. At least this is what would be nice if this cooperation could go on. So thank you very much for cooperating. Wie auch immer die weiteren Entwicklungen aussehen, wir hoffen sehr, dass Sie, lieber Herr Professor Korte, diesen Prozess noch lange weiter begleiten. Sie sind zweifelsfrei einer der herausragenden Forschenden unserer Alma Mater. Und der Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen und das Große Bundesverdienstkreuz sind nur zwei Beispiele für die großen Ehrungen, die man Ihnen aufgrund Ihrer herausragenden Leistungen zuteil werden hat lassen.
Deswegen ist es mir heute einmal mehr ein großes Bedürfnis, Ihnen im Namen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, aber auch ganz persönlich meinen herzlichen Dank auszusprechen. Ich freue mich mit Ihnen auf die Sonderausstellung Mathematik und Ästhetik des Chipdesigns. Vielen Dank noch einmal und ganz herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Magnifizenz, sehr geehrter Herr Professor Korte, sehr geehrte Frau Professorin Prinz, sehr geehrter Herr Dr. Stock, sehr geehrter Herr Clement, sehr verehrte Festgäste. Im Namen der Bundesstadt Bonn gratuliere auch ich sehr herzlich zum 20-jährigen Bestehen des Arithmeums. Das Museum, das sich dem Thema Rechnen einst und heute widmet, ist aus der Bonner Museumslandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seiner weltweit größten Sammlung von mehr als 10.000 Exponaten und über 3.000 historischen Rechen- und Mathematikbüchern wird den Besucherinnen und Besuchern, vor allem Schülerinnen und Schülern, sehr anschaulich die Faszination von alten und modernen Rechenmaschinen vermittelt. Neben der Sammlung historischer Rechenmaschinen erhalten die Besucherinnen und Besucher dank regelmäßiger Vorträge, Sonderausstellungen zu geometrisch-konstruktiver Kunst und Veranstaltungen, bei denen oftmals Mathematik und Musik kombiniert werden, einen noch tieferen Einblick in das Thema Mathematik und Forschung. Darüber hinaus freut es mich sehr, dass sich das Arithmeum alle 2 Jahre an der Bonner Wissenschaftsnacht beteiligt. Die ausgefallene Gebäudearchitektur und das Museumsdesign bilden ein wunderbares Zusammenspiel von Wissenschaft, Technik und Kunst. Mit dem Arithmeum hat Bonn inhaltlich wie architektonisch ein ganz besonderes Museum, das weit über das Universitätsleben hinaus in der Stadt und in der Region von einem breiten Publikum wahrgenommen wird und großen Anklang findet. Das Arithmeum ergänzt, wie auch die weiteren Museen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, hervorragend und natürlich exzellent die Bonner Museumsmeile. Ich möchte den heutigen Festakt nutzen, um Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Korte, für Ihren Einsatz zu danken. Ohne Sie würde es das Arithmeum und das Forschungsinstitut für diskrete Mathematik gar nicht geben. Sie haben für die Gründung des Arithmeums Ihre private Sammlung von Rechenmaschinen eingebracht. Mit der Etablierung des Fachgebietes der diskreten Mathematik an unserer Universität Bonn haben Sie den Grundstein für das Forschungsinstitut für diskrete Mathematik gelegt, in dem das Arithmeum untergebracht ist. Nun, meine Damen und Herren, als 4. Grußwortredner oder Redner ist es schwierig, noch etwas Neues zu sagen. Deswegen möchte ich mich auf das Gesagte beschränken, möchte Sie nicht länger hinhalten, denn ich hatte das Vergnügen, schon einen kurzen Einblick in die Jubiläumsausstellung Mathematik und Ästhetik des Chipdesigns und die Präsentation von 15 sehr wertvollen Dauerleihgaben aus der IBM-Sammlung historischer Rechenmaschinen zu erhalten. Und bei der Gelegenheit, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, habe auch ich erfahren, dass es einen Chip gibt, der Ashok heißt. Aber der ist selbstverständlich langsamer als der des Ministerpräsidenten. Es lohnt sich jedenfalls sehr, sich die wunderbare Ausstellung anzusehen. Ich danke Ihnen für die Einladung und Ihnen allen dafür, dass Sie mir zugehört haben. Ich soll das erste auf Deutsch machen hier. Ja. Herr Ministerpräsident, Magnifizenz, Herr Oberbürgermeister, Professor Korte, Professor Prinz und alle Mitglieder des Forschungsinstituts für diskrete Mathematik, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe, meine IBM-Kollegen und alle Anwesenden.
Ich bin sehr geehrt, beim 20-jährigen Jubiläum des Arithmeums anwesend zu sein. Ich freue mich immer auf meine Besuche im Arithmeum. And I don't need the guide. und die Interaktionen mit den Mitgliedern der Gruppen der diskreten Mathematik. Jeder Besuch hat zu intellektuell anregenden Diskussionen und neuen Ideen geführt. Aber heute habe ich mich besonders gefreut auf die Sonderausstellung der Rechenmaschinen vom IBM. Diese Maschine habe eine sehr lange Geschichte. Und obwohl ich in den Niederlanden geboren wurde, habe ich zu lange in New York gelebt, um diese Geschichte auf Deutsch zu erzählen. So, und deshalb wechsle ich zu Englisch. So, Professor Korte is very, very persistent, as you probably all know. So, when I got my job about 15 years ago, one of the first days, Kevin Carswell, my boss, came to me and he showed me this letter. You see, look at these. These are all the machines, these calculators that we would really like to have in Bonn. Can you go figure out where they are in IBM? So we used to have them on an exhibition in the museum in Manhattan. But unfortunately, IBM, when things went down in the beginning of the 90s, we closed down the museum. And so all these machines kind of got dispersed through the corporation. So I went to search. And the first machine we found at the office of Sam Palmisano, who was our CEO. Now, the second machine was like in a hallway right in between his office and Nick D'Onofrio's, who was our CTO and senior vice president at the time. And there were a few other machines in Armonk. So I went back to Kevin and I said, so what do we do? He said, yeah, it's going to be probably very difficult to get these machines out of their offices and to Bonn. But as you know, Professor Korte, he doesn't give up, correct? And unfortunately for him, times do change, right? Because with our new CEO, our headquarters got reorganized. There was no place for mechanical calculators anymore. And they were moved to other different locations at IBM. And as you already heard, not very well taken care of. So luckily, Professor Korte came back to us and said, hey, we can really restore your calculators and give them a beautiful home in one of the best places and probably the very best museum in the world where they have a rightful place. So I'm really glad that we could make that happen and really continue our good collaboration on the scientific side, also with the collaboration on the exhibit side, and enable the machines to be displayed on the floor right above us here. But as I mentioned, I mean, I always look forward to my visits to Bonn. Yeah, because I think this is the unique combination of history, art, and the most advanced research and optimization algorithms that make this incredible, unique place. I mean, as Confucius already said, study the past if you want to define the future. And without a deep knowledge of history, it's very difficult to make major contributions to the future. And the Arithmeum allows you to study the past and learn about the future at the same time here. You know, IBM has long recognized the excellent research work done here at the University of Bonn. And I think, Dr. Kirchner, I think you were the first ones to actually recognize this. And now I heard the story, how we actually got to collaborate together for 30 years together. I'm very glad you did this because it's still a wonderful, wonderful collaboration. But what sets the University of Bonn apart from other good schools is really the deep understanding of mathematics, but also how to apply it to the field of electronic design automation and chip design. Right? Where others easily, quickly settle for easy heuristics, Professor Korte and his team always look for deep mathematical solutions to some of the very, very largest problems. Now, our latest P10 chip will be in 7-nanometer technology, as you already heard. And our P9 chip basically is the chip that is sitting in the Sierra and Summit chips, which are, again, for 2 years in a row, leading the supercomputing 500 list. Right? And that doesn't happen very often. Mostly every year they leapfrog. And also, they're not in the most advanced technology. They are still in our 40-nanometer technology. But what makes them special is the design. Right? And what makes the design special is basically the tools that you see displayed on the wall here that really make them outstanding and a step or two above the competition. And also, we are not only proud that they are kind of one and two on the supercomputing top
performing list, but they're also number 3, 4, and 5 on the most power efficient computing list, correct? So use the least amount of energy, because I mean, we all know we need to be somewhat more careful with more energy in the future than we have been in the past. Yeah, the number 1 and 2 of the list are machines that were very special purpose built for very low power and not particularly powerful, correct? So out of the top 5, we also have 3 machines that are really, really, really powerful. So these machines can only be designed with the most sophisticated EDA algorithms called BON tools, correct? I mean, these software programs, they solve huge optimization problems. And let me try to illustrate this a little bit. Right? Imagine all the roads on this planet. Everybody knows how many kilometers of road there are on the planet Earth? It's about 9 million kilometers, okay? Do you know how many kilometers are in a little chip? How many wires? It's about 10 kilometers of wire, okay? But then if you look at the intersections, yeah, there are more crossings, yeah, in the layers of the chip than there are intersections on the entire planet Earth, correct? And I think if you go and walk and you have a chance to do the 3D exhibit there, it's amazing, because what sticks out is really when you walk through the layers of the chip, you really see all the little vertical connections, yeah, which are the vias, that are the intersections that connect all this. You get kind of appreciation for the complexity of this. But anyway, I mean, these roads, yeah, we rebuild every night. Yeah, because every night we try to search for more optimal solutions for these chips. Yeah, so instead of spending probably most of the last century and a half to build roads on this planet, we rebuild them every night again and search for more and more optimal solutions for these problems. And at the same time, we try to run our chips at 5 gigahertz and make sure that none of the cars, none of the signals that go across really bump into each other. And again, while most researchers provide heuristic algorithms where nobody has an idea how far you are from optimal, the algorithms from BON almost always come with mathematical proofs that shows you how close you are to the optimality of the solution. And I mean, we really value that. Yeah, I mean, it really sets it apart from any other world, any other work done anywhere in the world, yeah, with this type of rigid mathematical underpinning here. I think the title for the exhibition, yeah, Mathematique and Esthétique des Chip Designs, is very, very well chosen. I mean, aesthetics and mathematics go often hand in hand. If a solution is elegant and looks good and feels good, it's actually often a really good solution. And the beautiful prints of our largest chip layouts make us stop and think and actually appreciate what we are really doing. Yeah. I remember a couple of years ago, I don't know when I was, walking into the big building along the Rhine from the German Post, and one of the huge banners was a chip print that was hanging from the top of the building in the sort of glass enclosing all the way down here. And I'm thinking, wow, is this a chip that we designed, correct? That type of size, I mean, and that really, really makes us stop and appreciate kind of all the work really that we do here. But the art, as you see here, I mean, does not only help us explain our work to people who are less familiar with chip design. The aesthetic, the art, is also really for the experts. It helps us understand what we are seeing. Now, very often, we get new ideas on how to solve a problem after we have found really good ways of actually visualizing the problem and understanding what we are seeing here. And I think the members of this institute understand this like no other. Yeah, from simple puzzles that you can find in the back there, to introduce students to mathematical problems, to some of the most intriguing visuals of complex algorithms. And as you know, Professor Korte also has a passion for perfection. Yeah? Not only in elegant algorithms, but also in building this building like the Arithmium. I actually remember visiting here 20 years ago, right before it opened. And I think I might have been one of the first ones that gave a talk in the room upstairs. We still had to hook up the projector. The whole place was empty here. When I was walking around, there were all type of yellow marks on all the windows, on many of the windows here. And I was asking, what are these yellow marks? And Professor Korte had gone around everywhere where they had scratched the glass when they were building it. He had marked it up and made sure that the builders actually replaced it. And I think he did the right thing, because this came out extremely beautiful, and it's really the best place to display some of this artwork and some of our computers. And actually, by the way, Professor Korte showed me the insurance certificate, and
the thickness of the glass in which they protect the calculators. Yeah, so when I read about Dresden, I looked it up, and I believe it's a little bit thicker. So I think our calculators are in good hands here. Yeah, so this place is a unique combination of history, art, and the most advanced mathematics. It's no wonder that this stimulating environment produces the world's best students. And to you students, I say, you might not realize this when you're sitting in here, but this is one of the best research environments in the world. Yeah? I get to visit most of the top universities in the USA and Europe, and I can tell you, no place looks like this. And it's not only the great building that I'm talking about, it's the entire environment. Yeah, the university, the professors, the collaboration with IBM, especially the collaboration with the IBM team from Böveling, and it gives you access to the latest designs, which allow you to validate your great ideas immediately on real chips. There is no other place, I know you're sitting all around here, yeah? There's no other place that you can do work like this. So studenten, ja, ich freue mich darauf, viele von Ihnen für IBM zu gewinnen. Ja. Professor Korte, Professor Wiegen, Professor Prinz, Held, Hurgadi und weitere Mitglieder, ich freue mich auf eine weitere langjährige Zusammenarbeit mit diesem großartigen Forschungsinstitut für diskrete Mathematik. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, Magnifizenz, liebe Kollegen, liebe Freunde des Arithmiums. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zu diesem Festakt zu uns gekommen sind. Und meine Aufgabe nach diesen vielen Reden, die darum gingen, dieses Lebenswerk von Professor Korte zu loben, was ich ja nie loben darf, aber der Ministerpräsident darf, da war ich sehr dankbar für, dass ich Ihnen eine kleine Einführung zu der Ausstellung gebe, was Sie denn überhaupt hier sehen können, wenn Sie dann gleich einmal durch unsere Räume gehen. Ich hatte überlegt, Ihnen das zu erklären anhand der Exponate, und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht fair, weil jedes Exponat hat eigentlich etwas mit einer Person zu tun, die beim Aufbau der Ausstellung geholfen hat. Und so dachte ich, ist es schöner, dass ich vielleicht Ihnen sage, welche Personen Sie wo im Haus treffen, die Ihnen was zu den Exponaten erzählen können. Fangen wir hinten an, wenn Sie die große Wand hinter der Treppe sich anschauen mit den 6 großen Chips, da werden Sie darunter gleich die Frau Borutzki treffen. Frau Borutzki ist meine Kollegin, die übrigens mit mir zusammen auf dem Hoflift gestanden hat. Ich habe nicht alleine da drauf gestanden. Wir haben diese Wand gehängt und sie wird Ihnen etwas zu diesen Bildern dort erzählen können, wird Ihnen aber auch gerne etwas zu den Rechenmaschinen, die wir dort hinten noch aus unserer ständigen Sammlung zeigen können. Und dann werden Sie weiter hinten an den Multimediatischen Herrn Pähler treffen. Der hat gestern Abend noch bis fast Mitternacht mit mir zusammen daran gebastelt, dass das jetzt heute alles läuft und Sie am Touchscreen auch wirklich das sehen, was Sie sehen sollten. Und er wird Sie gerne da einführen und Ihnen das ein bisschen zeigen. Dann weiter hinten treffen Sie auch Kollegen aus der Mathematik, die Ihnen ein bisschen etwas erklären. Auch Herr Dr. Brenner zum Beispiel wird Ihnen ganz hinten den großen Einkristall zeigen. Und einen Ausschnitt aus dem P9, wo wir ausgerechnet haben, wenn Sie dieses leuchtende Bild hinten an der Wand anschauen, wenn wir den gesamten Chip in dieser Größe ausgedruckt hätten, könnten wir von hier bis Düsseldorf ganz Nordrhein-Westfalen zudecken. Das zeigt ein bisschen die Komplexität. Wenn Sie gleich hier vorne im Foyer sich diese Video-Wall einmal anschauen, da werden wir ein paar Fotos zeigen und Designbilder der Chips. Die Fotos hat übrigens Herr Professor Rocker aufgenommen, der eigens aus Frankreich gekommen ist und der als Kristallograf speziell die Oberflächenstruktur dieser Winzlinge, dieser Elektronischen berechnen konnte, um wirklich wunderschöne Farben auf den Fotos zu finden. Wenn Sie durchs Haus gehen, werden Sie das sehen. Also die sind teilweise kaum von den sehr farbigen Designbildern zu unterscheiden. Vielleicht für den Herrn Ministerpräsidenten ganz kurz. Sie hatten gefragt, der Unterschied. Also Sie haben einmal das Designbild, danach wird der Chip produziert. Das ist das, was auf die Masken kommt. Ein Chip wird fotolithografisch belichtet. Und diese Bilder, die Sie an der Wand sehen, die würden wirklich für die Produktion der Chips verwendet. Und das andere, was Sie zum Beispiel da um die Ecke an der Wand sehen, sind ganz viele Fotografien produzierter Chips. Und
Da muss ich mich auch bei Leon Stock ganz herzlich bedanken. Er hat uns nämlich ganz, ganz viele dieser originalen Wafer und Chips hierher gebracht. Und wir zeigen sie jetzt, sodass Sie auch im Original diese Wafer dort hinten in der Ausstellung sehen können. Also auch dafür ganz herzlichen Dank. Nicht nur bei den Rechenmaschinen unterstützen Sie uns so vorbildlich, sondern auch wirklich bei diesen sehr schönen Preziosen der modernen Wunderkammern im Prinzip. Ja, dann werden Sie sicherlich im Rundgang durch das Haus noch unsere Studenten und Mitarbeiter treffen, die auch sich sehr stark alle geschlossen für diese Ausstellung eingesetzt haben. Also versäumen Sie es nicht, jeden, der ein Schild mit Arithmium auf der Brust trägt, mal anzusprechen, zu fragen, was sein Beitrag war, entweder im Chipdesign oder bei der Gestaltung der Ausstellung. Ich verspreche Ihnen, das wird sehr interessant und sehr abwechslungsreich werden. Und ja, zu guter Letzt, muss ich mich auch noch bei Herrn Laubach, er versucht mich gerade zu regeln, damit ich hier nicht knacke, Herrn Laubach zu bedanken. Der hat nämlich das Piano-Arithmometrum für heute so weit vorbereitet, dass es zumindest auf 3 Stellen korrekt rechnet. Zunächst, das war eine große Leistung. Wir müssen sagen, es war völlig falsch zusammengebaut, es wurde schon einmal restauriert und ist jetzt erstmals wieder funktionsfähig nach der Weltausstellung 1855 zu sehen. Und 3 Stellen funktionieren schon. Herr Ministerpräsident durfte schon mal kurbeln, hat es ausprobiert, hat geklappt. Und demnächst können Sie gerne nochmal wiederkommen, dann wird es auf 31 Stellen funktionieren. Sie hatten eben gesagt, wie beeindruckend die Zahlen bei den Chips sind. Also bei einem Piano-Arithmometer können Sie bis zur Quintillion rechnen. Das ist schon auch eindrucksvoll. Also, wie gesagt, gehen Sie auch dort auf der Sonderausstellungsfläche dann vorbei, schauen Sie sich die früheste erhaltene Rechenmaschine von Blaise Pascal im Original an, die jetzt auch hier ihre Heimat gefunden hat und ich denke sehr schön aufgehoben ist und hoffentlich auch viele begeisterte Freunde des mechanischen Rechnens erfreuen und auch die darf ich hier heute begrüßen, dass was nicht untergeht. Das Arithmium hat jetzt 20 Jahre auf dem Buckel, kann man sagen, und diese Zeit haben wir auch mit sehr vielen externen Helfern verbracht. Zum Beispiel Herr Professor Antes, der heute auch bei uns ist, hat über Jahre die Beschreibung der Rechenmaschinen für uns mit durchgeführt. Eine wirklich einmalige Leistung. Wenn Sie im Internet schauen und hier sehen, wie nach und nach die Sammlung dort auch vorgestellt wird, ist das sicherlich wunderschön. Chris van de Velde zum Beispiel restauriert Rechenmaschinen für uns, einfach aus Begeisterung. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Also Sie sehen, das Arithmium lebt jetzt nicht aus ganz wenigen Personen, sondern aus ganz vielen, die sich daran freuen, dass es hier in Bonn diesen sehr schönen Ort gibt. Und wir versuchen natürlich auch für die Zukunft, das weiter fortzutreiben. Und ich hoffe, dass Sie, wenn Sie gleich diese elektronischen Winzlinge sehen und sich so ein bisschen fragen, naja, was ist denn jetzt diese Ästhetik dahinter? Also die Farben, muss ich gestehen, die sind von mir, die Strukturen von den Mathematikern und beides zusammen. Ich denke, durch die Farbigkeit ist diesen sehr technischen Objekten ein bisschen Seele eingehaucht worden und letztlich wird dann können Sie so ein bisschen überlegen, wenn Sie die Objekte anschauen, wie ist das denn mit der, zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz, der vielbeschworenen und der Digitalisierung, welche Rolle spielt das denn eigentlich? Und wenn Sie sich diese Objekte anschauen, sehen Sie, es ist eigentlich ein kleines technisches Objekt, wenn man es ein bisschen größer macht, sieht man, es sind einfach nur Drähte und die bestimmen jetzt im Prinzip so ein bisschen unser Leben. Also wir sollten schon darüber nachdenken, letztlich sind wir dafür verantwortlich, was diese Objekte machen. Und diese Verantwortung sollten wir uns vielleicht auch beim Rundgang durch die Ausstellung so ein bisschen vor Augen führen und uns bewusst machen, dass auch das eine Rolle spielt, wenn wir so ein technisches Gerät verwenden. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Yeah, I do it in English since it concerns our friend Patrick Broca. He's a professor in Rouen for chemistry and crystallography, but he loves also ancient reckoning tools, and because of this, we became acquainted. And he's also a wonderful photographer for micro and macro photography. And he did wonderful photographs. You can see them here. You can see them afterwards on the screen. In a passion and a perfection which never we thought about. And because of this, we have made also a chip named Patrick. And that is, of course, yours. So.